Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man eine Perücke trägt, die auf jeden Fall keinen Mittelscheitel hat, sondern einen längeren Pony. Und diese Perücke wollen wir mit einer Tiara kombinieren. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch. Als allererstes solltet ihr grob die Perücke mal durchkämmen, vor allem wenn ihr sie nicht sehr durchgekämmt zurückgelassen habt, wie ich, wie man sieht. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr das Ganze mal aufsetzen. Achtet dabei auf jeden Fall schon am Anfang darauf, dass ihr sie richtig rum aufsetzt. Also nicht schief oder so, weil ihr dann eben durch den langen Pony nicht sehr viel sehen könnt. Ihr könnt hinten zumachen, wie ihr möchtet. Bei mir passen die eigentlich so und rutschen eigentlich meistens nicht runter. Das Haarnetz ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich sag euch, habt ein Haarnetz auf dem Kopf, dann halten die Perücken super. Wenn das Haarnetz langsam flöten geht, dann geht auch bei mir immer die Perücke flöten. Also, als allererstes trennt ihr die Haare in der Mitte einmal voneinander ab. Und wenn ihr erstmal wieder einen Durchblick habt, kämmt ihr die Perücke wieder ordentlich. Wenn ihr dann fertig seid, nehmt ihr die komplette eine Seite vom Pony und nehmt noch eine etwas dickere Strähne zur Seite. Könnt ihr etwas eindrehen, damit ihr die besser befestigen könnt und klemmt sie nach hinten mit einfachen Haarklammern oder Bobbypins. Ich benutze einmal Bobbypins. So, wenn ihr das mit der anderen Seite auch gemacht habt, befreit ihr eure Stirn erstmal von allen Haaren. Vorteilhaft ist übrigens eine sehr hohe Stirn zu haben, wie mein Fall. Und dann könnt ihr die Tiara erstmal auf die Stirn platzieren. Diese Tiara habe ich übrigens aus eBay und verlinke ich euch einfach mal unten in der Infobox. Dann befestigt ihr die Tiara erstmal mit zwei Bobbypins am Kopf. Das geht eigentlich ganz einfach, hält aber am Anfang noch nicht so gut. Also nicht wundern, die rutscht schneller wieder runter, als ihr gucken könnt. Also bewegt euch nicht so viel und klemmt sie nochmal auf der anderen Seite etwas fest. So richtig fest ist sie danach noch nicht und das macht doch noch gar nichts. Wir wollen uns erstmal sowieso darum kümmern, die ganze Frisur zu gestalten und am Ende könnt ihr das alles nochmal ein bisschen fester und sicherer machen. Ja, ich will immer nicht so viele Bobbypins benutzen, weil ich nicht möchte, dass man sie sieht. Gut, bei schwarzen Haaren ist das jetzt wirklich egal, aber wenn man jetzt blonde Haare hat, dann sieht man ja schwarze Bobbypins schon schneller als andere. Und ja, nehmt den Ponyteil, den ihr euch abgetrennt habt und steckt ihn nach hinten. Dabei achtet darauf, dass da keine Knubbel sind, keine Hügel sind und dann merkt ihr schon, dass die Tiara immer besser an eurem Kopf befestigt wird. Und ja, da Tiaras oft halt Elben oder halt Prinzessinnen tragen, aber vor allem elbenartige Wesen, passt es eigentlich ganz gut, wenn man da eben eine Lücke für sein Ohr schafft und ja, Elfenohren trägt. Auf der anderen Seite wiederholt ihr das Ganze einfach nochmal und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr auf jeden Fall nochmal alle Bobbypins mit der zweiten oder einfach nochmal festmachen. Dann sollte das Ganze eigentlich sehr gut halten. Ihr könnt vor allem auch Perücken benutzen, die eben keinen Mittelscheitel haben, sondern eben einen längeren Pony. Der eignet sich sehr, sehr gut, aber auch mit einem geraden Pony. Selbst den kann man wegstecken, habe ich schon sehr oft gemacht. Deswegen ist eine Perücke mit Pony sehr vielseitig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen!